Hallo aus Melbourne, Tag 3. Ja, wir haben heute zwei Matches mit deutscher Beteiligung, zwei Einzel. Und zwar drittes Match am Tag nach 11 Uhr, Mona Bartel gegen Konterfei, eine junge Estin, die sich ja, letztes Jahr in die ersten 30 gespielt hat, erste Runde auch hier glatt gewonnen hat. Und ist die letzte Gesetzte mit Nummer 32 der WTA-Rangliste. Mona konnte im ersten Match wirklich überzeugen. Das ist nicht so einfach gewesen gegen Niculescu. Hat zwei enge Sätze gewonnen. Das war sicher gut fürs Selbstvertrauen. Und ich glaube, es wird ein ganz enges Ding. Und ich würde mal sagen, drei Sätze für Mona. Weil die liebt es hier zu spielen. Und für mich ist sie, wenn sie gut spielt, die bessere Spielerin oder die gefährlichere Spielerin. Wenn sie natürlich keinen so guten Tag hat, dann wird es schwer. Denn die Estin ist auch dafür bekannt, dass sie ja, unglaublich konstant spielt. Dann werden es zwei knappe Sätze, glaube ich, eher gegen Mona. Aber ich tippe mal 2-1 Sätze für Mona. Naja, und zweite im Bunde natürlich Julia Görges. Sie spielt morgen Night Session auf Margaret Court um 19 Uhr. Ja, Jule hat in der ersten Runde eigentlich ja, ein überzeugendes Match gespielt gegen eine junge Amerikanerin, 6-4, 6-4 gegen Kenin. Und ja, hat vor allem sehr gut aufgeschlagen, 14 Asse serviert, ihre große Stärke damit ausgespielt, kann sich sicherlich spielerisch noch steigern, aber das ist normal bei einer ersten Runde im Grand Slam und spielt jetzt gegen Alice Cornet. Ja, die stand auch schon mal knapp an den ersten 10 dran, war auch hier schon weit, letzte 16 vor ein paar Jahren und ist immer eine gefährliche Spielerin, eine große Kämpferin, die körperlich auch sehr stark unterwegs ist, aber eine Jule in der Form. Hat auch, wie ich gelesen habe, das wusste ich auch nicht auswendig, eine Bilanz von 5-0 gegen Cornet. Also die Sterne stehen gut und ich tippe mal auf ein ja, solides 6-3, 6-3 für Jule. In diesem Sinne hoffen wir einfach, dass es so weitergeht wie bisher an dem Montag für die beiden und drücken ganz fest die Daumen. Grüße aus Melbourne. Ciao.